die Sache nach Dortmund zu holen, ist ja eigentlich nur, kann man sagen, wir am Broadway, wir haben überall schon gespielt, haben bewiesen, dass diese Sache wirklich frenetisch umjubelt wird. Es ist in Zürich 5 Jahre ausverkauft gelaufen, es ist jetzt in Bonn ausverkauft gelaufen und die Leute waren wirklich zutiefst überzeugt und enthusiasmiert von dieser Aufführung. Händel war ein Globetrotter, ein protestantischer Sachse, der durch Italien mit einem Riesenerfolg herumfuhr. Und es war seine erste Möglichkeit, in London zu arbeiten. Und er wollte diesen Kontinent einfach erobern für sich. Und er wollte Erfolg haben. Er hat natürlich alle seine Hits, alle seine großen Arien, die er schon geschrieben hatte, hat er mitgenommen, hat darauf neue Texte legen lassen und hat vielleicht 4 oder 5 Arien nochmal neu komponiert. Also das Beste, was er schon hatte, das wollte er den Londoner präsentieren. Die Geschichte selber ist ein absoluter James-Bond-Thriller. Du hast eine Kampfmaschine, die aufs Killen irgendwie angelegt ist. Und du hast daneben ein Bond-Girl, Amida, die alles versucht, um diesen Mann von der Bahn abzubringen. Und es ihr auch zeitweise gelingt. Also das eigentliche Paar ist Amida und Rinaldo. Was mich persönlich mit Barockoper verbindet, sind die 90er Jahre in München, Peter Jonas, der damals eigentlich Händel durchgesetzt hat in Deutschland. Für mich war es die Initiation überhaupt in Opernregie. Das heißt, man kann da was machen. Vorher standen die Leute nur rum. Und plötzlich war eine Rasanz, es war Tanz da, es waren unglaublich einfallsreiche, witzige Bühnenbilder. Also alles, was vom West End, auch vom Broadway eigentlich in die, auf die Bühne gekommen ist, wurde da mitverarbeitet. Wir haben eine sehr schöne Drehbühne und diese Drehbühne macht dann Windmaschinen, dass wir alle beteiligten Tänzer, Komparsen, alle Darsteller in dieser Zeit sozusagen von der Bühne fegen lassen. Fangen an zu stolpern, zu winden, vielleicht wie bei Brasil. Das heißt, sie können nicht mehr auf den Beinen stehen. Das heißt, der innere Vorgang, der seelische Vorgang des Rinaldo, der sich sozusagen wieder erstarkt, der ruft diese Winde herbei und diese Winde fegen über die Bühne und fegen alle Figuren weg. Und das ist natürlich großer Klamauk, das ist große Pantomime oder vielleicht wie bei Steamboat Bull Junior bei Buster Keaton, der größte Filmwirbelsturm aller Zeiten. Also mit solchen Elementen arbeiten wir, um die Sache einfach groß und spaßhaft zu machen. Also das ist natürlich auch etwas, warum Barocktheater hier in Dortmund funktionieren wird, weil es war ein Theater für Stars und wir haben eben viele Stars. Das ist erstmal Eleonore Maguire, unsere Traviata, unsere Donna Anna, die die Zauberin Amida singen wird, Iliana Mateescu, unsere Carmen, die wird Rinaldo singen, ist, glaube ich, der schönste Mann, den Dortmund je gesehen haben wird. Katharina Peetz macht ihr Comeback als Goffredo, Tamara Weimerich ist Almirena und Gerardo Garcia Cano ist Argante, der böse tückische Sarazene. Dann haben wir einen speziellen Countertenor, Jakob Hubmann als Eustacio. Und darüber sind wir auch ganz stolz. Das ist, glaube ich, der erste Counter seit sehr, sehr langer Zeit, den wir hier auf einer Dortmunder Bühne haben werden. Barockoper ist einfach, gibt es einfach keine große Geschichte in Dortmund dafür. Und wir wollen das natürlich, seitdem ich hier bin, initiieren. Und da haben wir uns natürlich auch gesagt, wir müssen die ganz, ganz großen Händel-Opern hier nach Dortmund bringen. Und dann natürlich mit so einer aufwendigen und turbulenten Inszenierung, weil es ist das sicherlich der beste Weg, die Leute dafür zu gewinnen.